Hallo Welt, da sind wir wieder und wir versuchen diesmal gegen diese ekligen Blutkäfer anzukommen. Ja, das sind ganz schön hartnäckige Burschen, glaube ich. Ich dachte, ein Schuss, diese dürren Gestrüppe da, ein Schuss und sie wären weg, aber dem war nicht so. Also versuchen wir jetzt unser Bestes. Es wird allgemein. Ah ja, gut, das kann ich nicht mehr lesen, leider. Wow. Wehe, du stichst. Wehe, du saugst. Wehe, du machst irgendwas. Na, treten darfst du ruhig, aber sonst. Ach, sie hat mich doch vergiftet. So ein Mist. Ich habe kein Wasser dabei. Ach so, 7. Oh. Aha. Das ist doch jetzt tot, oder? Das scheint. Ich habe jetzt auf die Flügel gerade geschossen und das scheint hier auch zu funktionieren. So wie damals bei den. Ja, wie hießen die denn? Irgendwas mit Cazadore oder so. Blutkäferfleisch und Blutkäferrüssel. Die nehmen wir beide mit. Ja, okay, die Splittermine, die hole ich mir jetzt zuerst. Dann wird, ach, da ist noch Warte. so ein Ding. Er öffnet. Mal gucken, ob das mit den Flügeln funktioniert. Okay, Flügel getroffen. Boah, ich höre es neben mir auch noch summen. Oh, ich dachte, das wäre schon erledigt. Die Mine möchte ich haben. Wo ist die? Oh, soweit. Oh, da sind aber noch einige. Flammenwerfer wäre jetzt gut. Ja, so ein Flammenwerfer, der könnte jetzt mit Sicherheit was gegen diese Dinge ausrichten. Oder eine schnellere Waffe, aber die hat nicht so viel Power. Zwei sind da noch drin. Aha. Oh. Aber wie das aussieht, ist hier ja schon recht viel ausgebaut. Die sind oben. Ja, die sind alle oben. Aha. Sie haben uns nicht entdeckt. Es könnte noch jemand in der Nähe sein. Mal sehen, worauf man hier schießen muss. Auf den Körper. Warte mal. Auf die Flügel. Und auch nichts. Der hält Ein aber. Grund zur Ja. Sorge. Ich habe das Gefühl, das eine Ding klebt schon an der Wand. Puh. Abgeschlossen. Säubere Teffington Bootshaus. Baue und aktiviere jetzt diesen Rekrutierungsleitstrahl. Erstmal plündern wir doch hier, oder? Erstmal speichern wir fleißig. Hast du dir das schon angesehen? Oh, gut. Munition können wir immer gebrauchen. Korken und Wirbelsäule. Was habe ich mir angesehen? Diesen Safe. Tischventilator. Überseekoffer in Driegeln. Aha. Das wär's. Oh, hier ist aber viel drin. 308er Patrone nehmen wir mit. 38er Patrone, 45er Patrone, Schrotpatronen,
Splittergranaten, Splittermine, Vorkriegsgeld und kompensiert schwer Impro-Pistole. Na, die kann jetzt nicht so viel, wie ich das sehe, aber hat eine Feuerrate von 55. Immerhin, die könnte man noch aufmotzen. Dann ein Impro-Repetierer. Ja, Repetierer. Okay. Gerechtigkeit. Ja. Fusionszelle, aha. Irgendwas ist... Achso, unten ist die Werkbank mit Sicherheit. Margarets Notiz. Oh, da gucken wir gleich rein. Kronkorken und 308er Patrone. Eine Melone hat sie auch noch dabei. Gummibonbons. Entdecker-Outfit. Ah, das muss ich mir auch mal anschauen, was das kann. Flanellhemd und Jeans. Die haben irgendwie, glaube ich, alle den gleichen Körperbau hier. Ja, bei Skyrim gab es so einen Mod, da konnte man dann unterschiedliche Körper... Schirmlose Lampe. Unterschiedliche Körper irgendwie generieren. Die waren da drin. Dann gab es so dicke Frauen und richtig dicke Männer und sowas. Kleine und dünne. Alles war möglich. Sehr interessant. Ich müsste mal bei Nexus gucken, ob es da mittlerweile jetzt hierfür auch schon Mods gibt. Aber noch langweilt mich das Spiel nicht. Also noch brauche ich keine Mods, um noch Spaß daran zu haben. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Es ist sehr spannend auch noch. Kartoffelchips. Ein Besen. Der steht hier so sinnlos rum irgendwie. Und ein Sieb. Das brauchen wir sogar. Kaffeekanne und Tassen, ganz viele Tassen, Kaffeetassen. Da ist aber schon wieder so ein Fliegeding. Wir müssen unbedingt Schutz hier aufbauen. Ich glaube, das ist wichtiger als dieser Rekrutierungssendemasten. Ja, okay, die Vase steht so schön da, die lasse ich da stehen. Ach, hier ist noch was. Kronkorken, Buff-Out, Melone und schmutziges Wasser. Es schwirrt hier draußen noch etwas rum, habe ich gehört. Ah, gelbe Farbe, her damit. Und Schmortöpfe. Oh, Metallkiste mit Reagenzglas drin. Du denkst doch nicht etwa daran, ins Wasser zu gehen, oder? Ich dachte jetzt so ein bisschen schwimmen. Nein. Schon gut, reg dich ab. Oh. Verschlossen hier. Geschafft. Ja, wunderbar. Oh, eine Laserschranke-Falle. Oder ähnlich. Oh, zwei sogar. Ergeben die Sinn an der Stelle? Wir gehen lieber von der anderen Seite rein. Emaille-Eimer. Ja. Ich habe es doch gewusst. Da ist noch was. Preston, pass auf. Okay. Lass dich nicht vergiften. Was ist das? Brahmin. Sieht aber ziemlich leergesaugt aus. Das ist abgehauen, das Viech. Ich dachte, man könnte hier von der anderen Seite vielleicht an diese Fallen besser rankommen. Wie, er hat auch? Dann sind hier ja doch noch einige. Moment! Wie? So schnell? Boah, hier sind echt noch einige. Boah, wenn ich das Geräusch schon höre. Oh mein Gott. Das ist ja eklig. Wir schaffen das. Ich bin nicht so für Insekten und so. Also Spinnen mag ich, aber... Spinne im Haus bringt Glück, sage ich immer. Aber diese ganzen Fliegen und Viecher da... Schwer verwundet. Und diese Geräusche, die beunruhigen mich, wenn ich das hier höre. Ja, ich sollte nicht zu viel preisgeben, ich weiß. Demnächst, wenn mich irgendwer nicht leiden kann, dann setzt er mir so ein Wespennest vor die Tür. Obwohl, das braucht er gar nicht. Ich habe jedes Jahr... Noch mehr Blutsauger! Ganz toll!
Ja, du hast das aber gut im Griff, Preston. Was mache ich hier eigentlich noch? Du erledigst die doch schon. Obwohl, Wespennest wollte ich sagen. Ich habe, seit ich hier eingezogen bin, vor fast 10 Jahren... Nein! Naja, auch gut. Ich habe jedes Jahr ein Wespennest unter dem Küchenfenster und im letzten Jahr unter dem Badezimmerfenster. Ja, aber ich habe, wie gesagt, ich habe eine Phobie gegen... Also Phobie kann man nicht sagen, ja, vielleicht doch. Ich weiß nicht, ich mag halt diese fliegenden Viecher da alle nicht und deswegen habe ich prinzipiell sowieso überall Fliegengitter vor den Fenstern. Also es ist nicht so tragisch, aber als ich mal einen Wasserschaden hier hatte und dann das Fliegengitter weg war im Badezimmer und ich auf einmal riesige Wespen, also das waren schon eher Hornissen, also das waren so große Wespen, naja, die Königin wahrscheinlich. Ja, da war dann nicht mehr so witzig. Also das Bad habe ich da tagelang nicht benutzt. Ich bin dann bei der Nachbarin, bin ich dann aufs Klo gegangen. Ja, bis mein Bruder dann mutig genug war. Nein, der hat nicht so ein Problem mit den Viechern. Der hat dann ein neues Fliegengitter angebracht und dann ging es dann auch wieder mit dem Bad. Das Blöde ist, ich mag dann auch die Tiere nicht töten. Also die Insekten mag ich dann auch nicht unbedingt töten. Das ist ganz seltsam. Jetzt könnte man ja sagen, man könnte ja draufhauen oder mit irgendeinem Gift. Wo sind denn jetzt hier die... Irgendwo Schutz? Ich habe vergessen, wo das war. Echt? Nee, bei Energie? Sonstiges. Ja, genau. Ha! Können wir schon bauen. Super. Soll ich den auch oben drauf setzen irgendwo? Naja, hier traue ich mich gar nicht so weit weg. Oben drauf. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Ja. Noch mehr von diesen Viechern? Ich baue es mal hier auf die andere Straße. Seite. Oh, jetzt, na gut. Strom können wir hoffentlich noch bauen. Jawohl. Erledigt. Und ich hoffe, Schutz gegen diese fliegenden Dinger da. Super. Können wir einiges bauen. Da die Dinger fliegen können, muss das Ding natürlich wieder nach oben. Ja, deswegen mag ich wahrscheinlich Spinnen auch so, weil Spinnen, die fangen ja so diese ganzen fliegenden Dinger da. Naja, okay, gegen Hornissen kommen die auch nicht so gut an. Kommt drauf an, was für Spinnen. Ich habe wirklich mal mit dem Gedanken gespielt, mir Vogelspinnen zuzulegen. Das ist aber schon 20 Jahre her oder sowas. Weil ein Freund von mir damals, der hat Vogelspinnen und auch diese Taranteln und Skorpione und all sowas gezüchtet. Ja, aber ich habe mir dann doch gedacht, nee, ach, immer so Haustiere, da, nicht, dass man sich ständig drum kümmern muss, das ist ja nicht das Problem, aber irgendwie finde ich... Warte mal. Man muss das nicht unbedingt machen. Hilft das? Hilft das? Naja, ein bisschen. Ein bisschen hilft das, glaube ich. So abschreckend ist es auf jeden Fall. Ich würde hier oben, aber das ist so komisch schräg da oben. Sieht das denn aus, wenn da oben auch noch was draufsteht? Das würde gehen. Okay. Noch eins? Nein, das war's. Okay. Wasser benötigen die Leute hier noch.
Ja, ich bin nicht so für Haustierhaltung. Ich finde, Tiere haben ein Recht dazu, irgendwie frei rumzulaufen. Also frei, ja, in Freiheit. Ich würde auch nicht gerne in irgendeinem Käfig oder so. Und dann immer, wenn das Kind Lust hat, dann holt es das raus und knuddelt es. Habt ihr gefunden? Und da bin ich nicht für. Hier geht's aber ganz schön ab. Also hier werde ich mich nicht oft blicken lassen. Wir haben ja nicht mal angefangen. Hier muss sehr viel mehr Schutz hin. Oh, Entschuldigung. Ja, dafür kriegt man viel von diesem Zeug, was die mal bei sich haben hier. Wo ist es? Ruhig! Das wäre ich fast da reingelaufen. Ne? Ja, und ich erst. Das ist nicht meine Welt hier. Ach, da schwimmt es. Machen wir uns auf den Weg. Und wie wir uns auf den Weg machen, oder, Siedlerin? Was ist das, ein Ghoul? Ja. Schöner wär's, wenn wir hier noch ein paar von diesen Selbstschussanlagen aufbauen könnten zur Sicherheit. Aber ich glaube, wir hauen doch lieber ab. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.